viele Orangen tätowieren. Green hat Fortschritte gemacht. Seit ein paar Monaten läuft ihre Ausbildung zur Tätowiererin. Morgen darf sie ihren ersten Stich machen. Bis dahin. Hier, Green, ich habe dir deine ersten Opfer mitgebracht. Zum Üben. Cool. Vom Üben ist Praktikantin Amy noch weit entfernt. Green macht sich zu Übungszwecken erstmal an den Orangen zu schaffen. Damit ich ein Gefühl für die Maschine bekomme. Es ist ja so ähnlich wie ein Stift. Man hält sie ja auch so, aber ein bisschen schwerer. Daniela und ihr Freund Mohammed warten schon. Die 25-Jährige will sich ein ganz besonderes Tattoo stechen lassen. In Erinnerung an ihre Mutter. Meine Mutter ist ja verstorben. Vor fast 2 Jahren jetzt. Und ich wollte irgendeine Erinnerung irgendwie an meinem Körper haben. Weil das reicht mir nicht, halt nur dran zu denken. Und dann hatten wir die Idee, halt irgendwie irgendwas Nettes draufzuschreiben. Und dann halt das Sterbedatum. Und hier, da gucke ich ja mal drauf. Das Motiv stammt aus der Feder von Green. Ihr Zeichentalent war einer der Hauptgründe, warum Suppy ihr eine Chance gegeben hat. Ja. Ich finde es schön. Auf jeden Fall, hast du gut hingekriegt. Sie können dann einmal schon durchkommen. Ja, gut. Die Erinnerung an die Mutter wird Danielas erstes Tattoo. Die blonde Frau hat Respekt vor dem ersten Stich. Ein bisschen Angst vor den Schmerzen. Ach, das ist halt so wild. Ja, das ist das erste Tattoo, ne? Ja. Mhm. Ja, die ersten paar Minuten ist immer ein bisschen unangenehm. Danach geht das aber eigentlich. Und dann bohren sich auch schon 5 Nadeln gleichzeitig in Danielas Haut. 60 Euro und sie hat ihre Mutter in Zukunft immer bei sich. Ja, aber lenk dich ab, red einfach mit mir. Der Smalltalk zum Stich. Darin ist Suppy mittlerweile so gut wie ein Friseur. Mama kann man immer schreiben. Also ich würde mir nie den Namen meiner Partnerin oder so schreiben lassen. Aber so eine Mama ist halt nicht so vergänglich wie eine Beziehung. Und Suppy musste schon viele große Lieben unter die Haut gehen lassen. Eine halbe Stunde dauert die Prozedur. Am besten nachmittags, denn da ist der Körper nicht so schmerzempfindlich. Das Aushalten. Also ich hätte es mir noch schlimmer vorgestellt. Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn du so eine Stunde an so einem Tattoo sitzt, dann tut dir das hinterher gut weh. Auf jeden Fall. So kann man, glaube ich, erstmal lassen, ne? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Willst du deine Nadel eigentlich behalten? Ja, gerne. Ja? Ja, sicher. So eine Nadel anfangen. Ja. Braucht die eigentlich so gar nicht. Auch zur Erinnerung von der ersten Tattoo und dann auch hier Verbindung mit ihrer Mom ist das eigentlich schon ganz süß, finde ich. Der nächste Tag. Debbie ist im Anmarsch, mit ihrer Mama im Schlepptau. Sie hat fest vor, sich ein Tattoo stechen zu lassen, gegen den Willen ihrer Mutter. Bis zuletzt hat Cornelia Patika versucht, ihre Tochter umzustimmen. Sie ist halt auch noch unerfahren und jung. Kann sich das noch nicht vorstellen, wie es ist, 20, 30 Jahre weiter zu sein. Mit 70 wird es bestimmt nicht mehr so toll aussehen. Aber ich werde bestimmt noch viele Jahre meinen Spaß daran haben. 100%. Und dann sicher. Wird es auch schon ernst für die 18-Jährige. Ach Quatsch, da brauchst du jetzt gar keine Angst haben. Wichtig ist für mich, ob dir das Motiv gefällt und ob du bereit bist dafür. Das geht nicht mehr weg und dass ich mein Okay hier kriege, dass wir hier loslegen können. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, geben wir mal Gas. Also für mich ist das schon wichtig, ich sichere mich da lieber 1000 Mal ab. Und wenn ich schon merke, die Kunden sind nicht 100%ig zufrieden mit dem Tattoo, dann schicke ich sie lieber nach Hause, sollen sie lieber noch mal eine Nacht drüber schlafen oder komplett sein lassen. Und dann lässt Suppy die Nadeln surren. Wow. Und weh? Doch, schon. Ist total durch meinen ganzen Fuß am Kribbeln alles. Debbies Mama muss draußen bleiben. Das durchdringende Geräusch reicht aus, um ihr fast die Tränen kommen zu lassen. Ich leide jetzt hier mit, ja. So dieses Geräusch, das Tätowiergerätes, dieses Schnarren, so, das zieht mir schon an den Nerven. Von all dem ahnt Debbie im Nebenraum nichts. So, das war's. Ja. Erleichterung. Und gefällt's dir? Ja. Schön, ne? Besser als ich mir gewünscht hätte. Und was sagen Sie dazu? Ja, die Linien sind ja sehr fein. Ja. Sieht noch gerötet aus. Ja, das ist halt von dem ganzen Abreiben mit dem Zewa. Aber kann man mitleben, oder? Sind Sie zufrieden? Werden wir uns dran gewöhnen. Ja, okay. Stimmt. Dann packen wir das Tattoo jetzt ein. Green vor ihrer ersten großen Prüfung. Am lebenden Objekt, das Andy heißt. Letzte Anweisungen vom Chef. So. Du machst jetzt einfach mal so und jedes Mal, wenn ich meine, dir was zu sagen,
kriegst du auch den Chefsessel. Aber erstmal würde ich sagen, bleibst du stehen, wenn der Andi sich hinlegt, rasierst ihn das Bein und desinfizierst alles und machst den Stencil drauf. Der Stencil ist eine Art Abziehbild, mit dem Tätowierer ihre Motive auf die Haut kopieren. Green gibt sich cool. Kannst du eigentlich von jeder Seite abziehen. Also nervös bin ich nicht, aber ich bin gespannt auf das Ergebnis und wie das so ist, auf Haut. Supi, wie aufgeregt sind Sie denn jetzt? Ja, ich bin eigentlich, ja, der Punkt ist, ob ich jetzt richtig gelegen habe in meiner Vermutung, ob Jasmin jetzt schon so weit ist oder nicht, da bin ich schon gespannt. So, jetzt gib Gas. Also richtig hier so. Ja. Stammkunde Andi hat sich freiwillig für Greens erstes Mal gemeldet. Ja, macht's ja echt gut. Genau darauf kann Andi nur hoffen. Also es fühlt sich nicht anders an, auf gar keinen Fall. Und ja, ich bin eigentlich aufs Endergebnis mehr als gespannt. So. Stammkunde Andi wird das chinesische Schriftzeichen schließlich ein Leben lang tragen. Die Maschine aus der Hand. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Wichtig ist, dem Kunde muss es ja gefallen. Also ich denke mal schon, das ist für das erste Tattoo mehr als gut. Hast du richtig gut gemacht, Green. Stolz, Green? Ja. Jetzt muss es nur noch Andi gefallen, ob Greens Tattoo mit der Konkurrenz mithalten kann. Sehr schön. Bin ich doch zufrieden und bin froh, dass ich der Erste war. Ich bin sehr erleichtert und ich hoffe, dass ich auch alles richtig gemacht habe. Also jetzt von der Farbe her, dass auch alles verheilt gut aussieht. Ich habe es mir schwerer vorgestellt, viel schwerer. So, ich habe gedacht, jede Linie sieht aus wie so ein Zitteraal. Aber hat doch alles hingehauen wie so besser, als ich gedacht habe. So, dann sag ich mal bis dann, ne? Ja, schönen Tag wünsche ich dir noch, ne? Tschüss. Ciao. Greens erstes Tattoo, das muss gefeiert werden. Chef Sappi ist zufrieden. Du hast ja richtig gut hingekriegt, Leute. Bin richtig stolz drauf. Hat richtig geil gemacht. Für Green heute nur mit Apfelsaftschorle, denn die Auszubildende ist erst 15 Jahre alt. Aber ab heute ist sie auch Deutschlands jüngste Tätowiererin und ihr nächstes Tattoo ist schon morgen wieder dran. Gleich Aufklärung oder Mogelpackung. Mit welchen Tricks Lebensmittelhersteller uns echte Fettfallen als gesundes Essen unterjubeln wollen. Jetzt aber erst einmal zu Gülsüm Akim aus Itzstein. Sie ist meine Kandidatin und kann sich jetzt das Wochenende mit 60.000 Euro verschönern. Frau Akim, was würden Sie sich denn als erstes kaufen? Alles eigentlich. Alles? Alles eigentlich. Okay, dann gucken wir erstmal, wie weit wir kommen. Jetzt können Sie als erstes mit der ersten Frage 1.000 Euro verdienen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, oder? Ja. Okay.